Die Welt ist schön. Es ist einfach großartig, dieser Planet. Und umso schlimmer ist es, dass wir ihn bedrohen. Und deswegen betrachte ich es als eine Mission meiner Generation. Wir müssen alles tun, um den Klimawandel ein Ende zu bereiten. Es ist so wichtig für die Menschen, gerade in Großstädten, dass sie noch Natur haben um sich herum haben, wo man ohne groß mit einem Auto wegfahren zu müssen, einfach rauslaufen kann. Man muss nicht immer neue Flächen der Natur abbringen. Ja, manchmal fragt man sich ja, was ist alles so passiert in den letzten 10 Jahren? Ziemlich viel. Manches ist schon so selbstverständlich, dass man es fast vergessen hat. Fahrgast, Echtzeitanzeigen. Wann kommt der Bus, wann kommt die Bahn? Nicht nach Fahrplan, sondern wann kommt er tatsächlich? Baden-Württemberg ist das erste Land, das es geschafft hat, eine flächendeckende öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Alle 10 Kilometer eine Ladestation und alle 20 Kilometer eine Schnellladestation. Dass hier wieder Intercity-Züge auf der Gäubahn fahren, ist auch mit eines meiner Erfolge. Mit der Deutschen Bahn, die wären ja drauf und dran gewesen, das ganz abzustellen. Hier haben wir eine Mischung geschafft. Zur Verkehrswende gehört natürlich auch die Energiewende. Das heißt eben erneuerbare Energien nutzen. Und es gehört die Mobilitätswende dazu. Also zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges tun müssen, denn der Anteil von Fußverkehr, von Radverkehr muss gesteigert werden. Wir wollen doppelt so viele Fahrgäste bis 2030 im öffentlichen Verkehr haben. Wir wollen, dass jedes dritte Auto klimaneutral fährt. Noch mehr, aber die Konzepte sind da, die Technologien sind da. Und ich habe noch richtig Lust, dass auch in den nächsten Jahren wir auf dieser Grundlage weitermachen und tatsächlich zu einem klimafreundlichen Verkehrssystem kommen. Wir nennen das nachhaltige Mobilität. Das ist meine Mission. Das ist auch meine Vision. Daran arbeite ich seit Jahren und das will ich fortsetzen.